ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen am ausklingenden Rosenmontag, muss man ja schon sagen. Rosenmontag ist ja nun vorbei. Wir sind heute in etwas kleinerer Runde hier versammelt. Das WDR-Fernsehen ist nicht dabei. Ich begrüße euch sehr herzlich die Hörer von 1Live vom Radio und ich begrüße herzlich die Zuschauer von 1Festival. Wie immer montags haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, diskutieren wollt, plaudern wollt, was auch immer, dann meldet euch ganz einfach bei uns unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Janina. Und Janina ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Janina ist nicht da. Dann machen wir weiter mit Andreas. Andreas ist 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Andreas. Na? Weswegen? Ja. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich bin ziemlich verzweifelt zur Zeit. Ich habe nicht verstanden. Ich bin ziemlich verzweifelt zur Zeit. Du bist verzweifelt. Was ist los, Andreas? Ja, meine Mutter ist jetzt vor 3 Monaten gestorben. Ja. Und ich habe mit ihr zu Hause in einem Haus gelebt. Ja. Und bin jetzt hier ganz alleine im Haus und... Dein Vater ist auch schon verstorben? Mein Vater ist vor 5 Jahren an Krebs verstorben, ja. Ja. Ja, und ich habe keine Geschwister. Ja. Und ist deine Mutter plötzlich verstorben? Die ist plötzlich, ja. Erzähl mal. Sie war kurz vorher im Krankenhaus und da haben sie wie ein bisschen was mit der Lunge festgestellt. Mhm. Ja, dann ist sie nach Hause gekommen, hat so einen Lungengerät gekriegt. Ja, und dann einen Samstag mal... komme ich raus und dann liegt sie tot auf dem Boden. Ach, du hast sie selbst gefunden? Ja, bei euch im Haus, in der Wohnung? Ja, genau, bei uns im Haus, ja. Und da war sie schon verstorben, als du sie gefunden hast? Ich hab noch versucht, das irgendwas zu machen, aber war schon zu spät. Und was hast du da getan? Du warst alleine im Haus? Ich war alleine und dann kurz darauf kam meine Nachbarin. Ja? Und ja. Was habt ihr da getan? Ich hab da versucht, hier Pulse zu fühlen oder irgendwie was zu machen, aber... Irgendwie war schon nicht mehr. Ja, aber ihr habt doch sicher dann einen Rettungswagen noch angerufen? Ja, die haben ihn angerufen, ja. Und da wurde der Tod festgestellt? Ja, ich hab's doch schon vorher gewusst, sag ich mal so. Ich bin rausgegangen zum Notarzt und hab gesagt, sie kommen leider zu spät. Ja. Und deine Mutter hatte keine Anzeichen von einer Lungenerkrankung? Nee, gar nichts. Sie war stark gerochen oder so. Ja, sie hat Anzeichen gehabt. Deswegen hat sie ein Lungengerät gekriegt, also für Sauerstoffgerät. Das hat sie 3 Wochen vorher gekriegt. Ja, aber ich meine so im Weiteren, wenn man weiter zurückschaut, so die letzten Jahre oder letzten Jahr. Ich habe vor 2 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Ah ja. Ja. Seitdem bin ich jetzt darum, habe ich sie gepflegt und alles. Deswegen wohne ich ja noch zu Hause. Ach so, das heißt, sie war dann doch schon sehr krank, dass du sie pflegen musstest. Ja, das ja, ja. Wie erkrankt war sie? Da, sie war ein Schlaganfall, sie war tüdelig. Also ich musste sie mit dem Haus unterstützen und alles. Konnte sie denn gehen? Konnte sie sprechen? Ja, das ging, war ziemlich gut alles. Ja. Hat bloß, dass sie nicht mehr wirklich alleine klarkommen konnte, sagen wir mal so. Ja. Ist deine verstorbene Mutter dann noch untersucht worden, um festzustellen, an was sie letztendlich verstorben ist? Nee, es war ja klar, dass sie Schlaganfall hatte. Sie war, sie hatte Diabetes gehabt. Achso, da war die Todesursache auch dann ein nochmaliger Schlaganfall? Nee, der Arzt meinte, es war ein akutes Herz-Kreislauf-Versagen. Achso. Ah, ja. Also Herz-Lunge. Ja, und mein Problem ist, seitdem traue ich mich gar nicht mehr in den Wohnstube reinzugehen, weil ich sie da gefunden habe. Ja, das Bild hat man dann immer vor Augen. Ja, natürlich. Mhm. Und ich war jetzt in den 3 Monaten einmal im Schlafzimmer, wo die Notärzte hingelegt haben, als ich gewartet habe, Das heißt, du hast das Bild deiner toten Mutter sowohl im Wohnzimmer als auch im Schlafzimmer vor Augen. Ja, genau. Wie eng war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Sehr, sehr eng. Ich habe zu Hause gewohnt mit ihr. Sie war meine einzige Bezugsperson, sagen wir so. Bist du Einzelkind oder gibt es Geschwister? Einzelkind. Du bist Einzelkind. Also ist die Bindung natürlich besonders eng. Ja. Und umso dramatischer, wenn dann so etwas und dann auch so unvorhergesehen passiert. Ja, und vor allem die Geschichte war der Auslöser, für mich das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe nämlich vor 3 Jahren meinen Sohn verloren. Ach, du hast auch schon einen Sohn? Gehabt, ja. Gehabt? Ja. Was war da passiert? Plötzlich Kindstod. Mit 10 Monaten und plötzlich Kindstod gestorben. Ja. Und bist du mit der Mutter deines Sohnes noch... Nee, das
Aber da war ich schon nicht mehr zusammen, als es passiert ist. Also als ich. Ja. Das also ich war ein Jahr mit ihr zusammen. Wir haben uns getrennt. Dann haben wir uns mal wieder gesehen und dann ist es passiert. Das heißt, da sind zwei sehr schlimme Schicksalsschläge jetzt in deiner Vergangenheit und du bist ja erst 28 Jahre alt. Ja, genau. Gibt es denn so in deinem Umfeld Verwandte, nähere Verwandte mit denen? Nee, nicht mehr viele. Die meisten sind auch schon mal tot. Im September habe ich meine letzte blutsverwandte Tante verloren. Hast du denn Freunde? Freunde habe ich, aber keine, die wirklich damit umgehen können. Was heißt das? Das heißt, du kannst nicht mit den Freunden über deine Trauer sprechen? Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Ja, weil sie damit nicht umgehen können, so richtig, so wirklich. Wie reagieren die denn, wenn du sie auf deinen Schmerz ansprichst? Abgeschottet. Sie sagen ja auch, also es tut ihnen leid, was mir passiert ist, aber sie können damit nicht umgehen. Ich habe das Gefühl, als ob sie nichts hören wollen, anstatt mir auf den Herz zu gehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Freunde sind, da habe ich wahrscheinlich auch eine Gefühle. Ja, viele Leute reagieren so, wenn etwas Schlimmes passiert ist, die können nicht mit dem Tod umgehen, auf der einen Seite, oder aber sie wollen einfach auch nicht in der Nähe des Todes sein und wollen sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen, weil das sie so aus ihrer schönen, tollen Welt herausreißt. Ja, ihre schöne, neue, tolle Welt ist noch eine andere Geschichte. Wie meinst du das? Ich habe bis vor kurzem Drogen genommen. Ja. Also das heißt, ich habe gekifft. Und wurde dabei erwischt beim Autofahren. Und da haben sie mir Fetten weggenommen. Und seitdem, ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ich nur als Fahrer gut war oder was? Seitdem unterstützen sie mich so gut wie gar nicht mehr. Oder die meisten zumindest. Es gibt nur ein, zwei. Ach so, das heißt, die Freunde unterstützen dich nicht mehr, nachdem du nicht mehr mit denen kiffst? Oder, ja, oder wie habe ich das gesagt? Wenn ich nicht mehr mit denen fahren kann halt. Also ich komme nicht mehr hin, ich bin auf dem Dorf. Ja. Dann muss ich mit dem Zug fahren und das ist dann wohl nicht so angenehm. Ja. Es war vorher so, dass ich mal mit denen ins Taschen gefahren bin oder alle Dinge gemacht habe. Ja. Also, das klingt sehr einsam, wie du mir das geschilderst, dein Leben. Ja, ist noch einsamer. Was machst du beruflich? Ich arbeite in Straßenburg. Ja. Ich habe jetzt Winterpause und bin zu Hause. Ja, und hängst den ganzen Tag so ab? Ich hänge den ganzen Tag hier in meinen zwei Zimmern ab und traue mich nicht raus. Und hast keinen Menschen, mit dem du über den Schmerz reden kannst? Nee. Wohnst du weit entfernt von einer größeren Stadt? Ja, nicht wirklich weit. Wie viele Kilometer? 15. 15? Ja. Das geht ja. Ja, das geht ja. So gesehen, ja. So ist mal nicht weg. Ja gut, 15 Kilometer kann man ja mit der Bahn fahren. Das ist ja nicht das ja, Problem. Weißt du, ich frage es deshalb, weil ich finde, dass das nicht geht und dass es für dich ganz, ganz schlecht ist, der Zustand, in dem du da bist. Ja, das und mir beweist das auch schon, wenn du hier bei mir anrufst und darüber sprichst, sprechen möchtest, dass dein großes Bedürfnis ist, zu reden. Ja, genau so ist das. Und das ist natürlich nicht mit einem Mal einem Gespräch getan, sondern das wäre schon ganz gut, wenn das ein bisschen dauerhaft und kontinuierlich wäre. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch vor 3 Wochen von meinem Hausarzt eine Überweisung geben lassen zum Psychologen. Ja. Und versuche jetzt seit 3 Wochen einen vernünftigen Psychologen zu erreichen. Ah ja. Aber irgendwie erreiche ich kann. Entweder Anrufbeantworter oder Termine im April, Mai. Oder das übernimmt die Kasse nicht. Oder ich habe noch keinen gefunden mit dem. Naja, das ist immer sehr schwierig, das einzufädeln und die ersten Kontakte anzuknüpfen. Aber du willst das auf jeden Fall machen und hast eigeninitiativ das schon so ziemlich weit in die Wege geleitet. Ja, so gesehen habe. Das ist ja schon mal sehr gut. Das finde ich auch sehr richtig. Auf jeden Fall finde ich das richtig, Andreas. Ja, ich weiß auch, dass ich was. Also langsam reicht, ne? Langsam. Ja. Ich würde gerne mal dir jetzt gleich noch meine Psychologin geben. Gar nicht mal in erster Linie, um ein psychologisches Gespräch zu führen, sondern um dir vielleicht so ein paar organisatorische Sachen noch als Tipps mitzugeben, wie du vielleicht schneller an einen Psychologen kommst. Ja, das finde ich schön. Denn desto schneller, desto besser für dich. Ja, natürlich, lieber heute Morgen. So, ja, genau. Andreas, dann bitte ich dich aufzulegen. Und die Sabine, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich jetzt an. Ich sag's nochmal, ich finde gut, dass du das schon so weit eingeleitet hast. Denn das ist die einzige richtige Sache für dich, dass du einfach einen Ansprechpartner hast, mit dem du dich austauschen kannst. Ja, das weiß ich. Das ist auch meine letzte einzige Möglichkeit. Vielleicht wäre es sogar für dich perspektivisch. Ich meine, das ist jetzt ein Schritt von übermorgen. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn... Das ist ein Haus, in dem du da wohnst, ne? Ja, genau. Das gehört dir. Ja, genau. Dass du vielleicht, um auch einen Abschluss zu finden, vielleicht dieses Haus verkaufst und woanders hinziehst. Ja, habe ich auch schon überlegt, ja.
Vielleicht in die Stadt, in diese Stadt, die in deiner Nähe ist. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Momentan ist das das Einzige, was mich noch über Wasser hält. Ja, dieser Gedanke, oder was? Nee, ja, dass ich das noch habe. Ja. Ich glaube, wenn ich es jetzt verkaufen würde, in meinem Zustand, dann würde ich nicht untergehen. Ach so, ja gut, dann darf das natürlich jetzt noch nicht sein. Aber so vielleicht für fernere Zeiten, dass das gar nicht so eine schlechte Idee wäre, einfach woanders einen Neuanfang zu machen. Weil, was du mir gerade erzählt hast, diese Bilder, die sind so eingebrannt, deine Mutter liegend im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und so weiter. Und wenn du eine eigene Wohnung irgendwann hättest, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das sind Schritte, die müssen man vorsichtig und nach angehen. Andreas, du legst bitte auf und Sabine ruft dich an. Okay, alles klar, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Jo. Tschüss. Jo, Sam, tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr mich auch gerne erreichen wollt hier bei uns live, dann meldet euch unter dieser Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Verbunden bin ich jetzt mit dem Christian. Und Christian ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Christian. Hallo, Domian. Hallo, Christian. Deswegen rufst du mich an. Ja, wir hatten schon mal vor ein paar Jahren gesprochen, kann sich vielleicht nicht erinnern, ging um Internetbekanntschaften, aber heute ist was ganz Dramatisches passiert. Und zwar, ich habe im Internet jemanden kennengelernt, mit der war ich ein Jahr lang zusammen. Mhm. Und heute bin ich, weil ich arbeite zurzeit in Irland, lebe da auch, habe da auch eine Wohnung und so. Und, Achso, du telefonierst gerade von Irland? Nein, ich bin in... Ja, auf der Autobahn. Nein, ich war für ein paar Tage oder bin für ein paar Tage über Karneval einfach hier rübergefahren. Ah ja. Genau. Und ja, das Spannende war, ich hatte heute eine Einladung gekriegt zu einer Party, beziehungsweise die war im Bahnhof in Laichlingen. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, da ist noch eine gute Gelegenheit, sagst du, der Bettina, so heißt die, einfach nochmal tschüss und mehr auch nicht. Wollte auch jetzt nicht groß reinkommen, weil, ja, wollte ein bisschen Spaß heute haben. Bettina ist die Frau, die du kennengelernt hast im Internet? Genau, mit der ich auch ein Jahr zusammen war. Und warum wolltest du ihr Schuss sagen? Bitte? Ja, weil ich bin ja halt nicht so oft in Deutschland und wollte sie halt einfach nur noch mal kurz sehen. Ach so. Einfach locker. Aber ihr hattet euch jetzt auch schon gesehen, die letzten Tage? Nein, absolut nicht. Nicht? Aber du bist mit ihr noch zusammen? Mhm. Ist Schluss. Ach, ist Schluss? Ja. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Und gut, hat es nicht aufgemacht. Bin ich dann zu der Leichtinger Bahnhof gefahren wegen Karneval. Jetzt war der zu. Na, ich meine, gut, ja, habe ich gedacht, gut, dann gibt's keine Karnevalparty, fährst vielleicht noch nach Köln, wie auch immer. Mhm. Und dann ja, bin ich nochmal bei ihr vorbeigefahren, noch einen letzten Versuch, so unter dem Motto, weil ich bin ja auch kein Idiot, dass ich da permanent vorbeifahre oder Liebe lästigen will. Und ja, dann machte sie tatsächlich auch auf und hat mir dann so aus einer Nähe von 10 Zentimeter mal eben kurz Pfefferspray volle Kanne in die Augen und ins Gesicht gesprüht. Ach. Jo. Jetzt gerade? Jetzt gerade, ja klar, von einer Stunde. Ja, dann musst du dich doch scheiße fühlen. Ich bin am Ende, Chef. Also Pfefferspray voller Kanne ins Gesicht ist ja nun, was hast du denn gemacht danach sofort? Du, erstmal war ich dann fertig, ich konnte ja gar nichts mehr sehen. Dann bin ich zur Polizei, war, hab ich vorangezeigt. Mhm. Ja. Ich gesagt, so ist nicht. Und dann haben die gesagt, können Sie fahren? Ich sage, ja, geht, weil ich hatte die Möglichkeit, da die Augen auszuspülen. Mhm. Und dann bin ich an der Opline ins Krankenhaus. Ja, und da war in der Notaufnahme natürlich auch kein Augenarzt. Hatte so die Dame mir eine Telefonnummer von einer Augenärztin gegeben und die war aber wahrscheinlich auch durch den Wind, weiß ich nicht. Hat gesagt, wer schon zu Hause, könnte mich nie untersuchen. Ich sollte morgens zum Augenarzt gehen, der könnte noch feststellen. Das war ja super, prima, gut, tschüss. Ne? Aber ja. Im Moment, jetzt gerade aktuell in diesem Moment, während wir reden, geht es mit den Augen. Mhm. Ja. Das geht wieder, ne? Und ja gut, jetzt bin ich halt eben auf dem Weg nach Wuppertal, weil meine Wohnung habe ich ja aufgegeben, will bei meiner Schwester übernachten. Ja, mach Radio an, hab dich gehört und zu allem Überfluss bin ich in meinem Auto auch noch liegen geblieben. Ist ja ein toller Rosenmontag. Aber hallo, jetzt erzähl mir mal, was ist denn mit der Frau los? Wieso hat die das gemacht? Ja, pass auf, du, das Schlimme ist, die ist Psychologin. Die ist doch noch Psychologe vom Beruf. Ja klar, weil die hat, ich sag immer, ich habe auch Kontakt mit Psychologen gehabt, viel auch aus meiner Historie. Hm. Und ich sag immer, warum studieren die Psychologie? Wahrscheinlich, weil sie selber einen an der Waffel haben. Ja. Okay, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Die Frage war, warum hat die so eine Wut auf dich? Ich weiß nicht. Ja, das glaube ich dir nicht. Irgendwie seid ihr im Streit auseinandergegangen? Nein. Warum seid ihr auseinandergegangen? Möchte sagen, ich habe sie das letzte Mal gesehen, Silvester, ja. Habe auch bei ihr übernachtet, habe auch Dinge mit ihr gemacht und nach 10 Minuten hat sie gesagt, du kannst ins Bett gehen, ich bin auch im Sofa, Schluss ist vorbei, ist Feierabend. Mhm.
das war der letzte Kontakt und dann habe ich dann auch das akzeptiert und gesagt, okay. Und dann bin ich halt dann, ja, Tage später dann auch wieder nach Irland geflogen und ja, weiter in die wilde Fahrt. Und das heißt, während du in Irland warst, hast du auch nicht gemailt, gesimst, irgendwas gemacht? Gar nichts? Doch, sicher. Und wie war ihre Reaktion? Wir hatten regelmäßigen Kontakt, auch noch danach. Wir haben über Dinge gesprochen, auch so, wie es geht, haben uns ausgetauscht, war eigentlich ganz nett. Komisch ist, irgendwann, die dreht manchmal durch, Kontakt von jetzt auf gleich abgebrochen. Tutto completo. Null. Nichts, gar nichts. Nicht mehr, du, pass auf, ich habe einen kennengelernt oder pass mal auf, du gehst mir auf den Nerven, weil ich ja auch nichts gemacht habe. Und Ende. Schluss, aus, vorbei. Mhm. Kein Kontakt mehr. Keine Mails, kein gar nichts. Hm? Und dann war dieses der erste Kontakt wieder, dass du heute dahin gefahren bist. Mhm. Mhm. Silvester, als es da auch dann plötzlich vorbei war, ja. Hast du dann nicht weiter gefragt, warum, wieso, was ist los? Ja, natürlich, ja, logisch, klar. Und, was hat sie gesagt? Ja, sie hat mir einfach gesagt, sie hatte mit mir Ende letzten Jahres Schluss gemacht, weil sie halt gemerkt hat, du bist in Irland, ich vermisse dich gar nicht so, wie ich mir halt gedacht habe, dann kann das auch keine richtige Liebe sein und schon gar nicht bis ans Ende, bis ans Ende deiner Zeit oder meiner Zeit. Und ich gesagt, okay, war ein Versuch. Weil wir hatten uns schon mal getrennt oder halt wieder angenähert, weil wir uns jetzt beide irgendwo geliebt haben. Vielleicht sie mich nicht so wie ich. Sie sagt auch immer, ich kann mit deiner Liebe nicht Schritt halten. Aber ein Punkt ist ganz einfach, wir haben uns wieder gesehen und wir hatten wunderschöne Tage auch über Neujahr. Es war alles klasse. Mhm. Ja, nur ich kann einfach eine Frage. Ja, offensichtlich war es nicht so klasse, sonst hätte sie dich nicht dann vor die Tür gesetzt quasi. Wie war denn das vergangene Jahr? Gab es da auch so Auf und Abs? Ja, natürlich. Mhm. Ach klar, das ist so eine lange Geschichte. Ich war wegen der im Knast. Die hat mich besoffen auf einer Straße liegen gelassen und also schon. Du warst wegen der in der Knast? Im Knast? Ja, klar. Warum? Ja, weil ich bei ihr angestellt habe und sie fand das nicht so prickelnd, weil sie ja mal wieder überhaupt sich nicht geäußert hat, hat sie den Bullen gerufen. Und dann haben die mir Platzverbot erteilt. Ich wollte dann gehen, hatte aber keine Kohle in der Tasche. Klingt aber schon wie eine sehr komische und dubiose Geschichte. Ja, also du erzählst das so leger, so locker, alles toll und so, aber je mehr du erzählst, desto mehr Seltsamkeiten kommen da raus. Ja, absolut. Es ist absolut, also was die Frau mit mir angestellt hat. Warum gehst du denn immer wieder zu der Frau? Das ist eine Frage, die ich kann nicht mehr selber nicht beantworten. Ja, Gott, du bist ein Kerl von 45. Ja, die klar, solltest du dir aber beantworten können. Wenn solche Sachen, du hast mir wahrscheinlich jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt erzählt, wenn die schon passiert sind. Ja. Dann musst du doch schon vorgewarnt sein, dass da... Ja, natürlich, ich wusste auch, was passiert. Ich habe nicht gedacht in der Heftigkeit. Nur weißt du, wenn sie einfach nicht aufgemacht hätte und die Party hätte stattgefunden, hätte ich einen schönen Abend gehabt, dann hätte ich die Sache abgehakt. Aber warum bist du überhaupt jetzt nochmal zu ihr gefahren? Um Tschüss zu sagen, ist doch Quatsch. Kannst du auch per Telefon sagen. Ja, klar, du mir, aber sie geht ja nicht dran. Sie reagiert ja noch nicht mal. Ja, aber warum fährst du dann zu ihr hin, wenn sie schon nicht ans Telefon geht? Das heißt, sie wollte mit dir ja keinen Kontakt haben. Ja, aber ich wollte ihr halt einfach nochmal in die Augen gucken. Weil ich habe einfach die Hoffnung gehabt, sie sagt mir, pass auf, das und das und das ist Sache, Fakt, versteh's und gut ist. Ja, aber wiederum hat sie dir doch schon was ganz Entscheidendes gesagt. Sie hat dir gesagt, ich vermisse dich nicht sonderlich, seitdem du in Irland bist. Das heißt im Klartext, ich liebe dich nicht. Was willst du denn noch Entscheidenderes hören? Ja gut, klar, hast du vollkommen recht. Aber warum hält sie dann noch weiterhin zu mir Kontakt und sagt mir dann auch wieder Dinge, wo ich denke, dann kann es dann doch nicht ihr Ernst gewesen sein. Jetzt vermisst du mich dann plötzlich doch wieder. Also das ist für mich eine schizophrene Situation. Ja, schon. Also ich würde ja nicht die Kleinigkeiten überinterpretieren, sondern die Hauptaussagen wirklich in die Hand nehmen. Nämlich, dass diese Frau dich nicht liebt und die offensichtlich doch ein bisschen schräg drauf ist und dich immer wieder in seltsame Situationen bringt. Also, deshalb, ich meine, was die da gemacht hat, ist natürlich unter aller Sau, da muss man gar nicht drüber reden. Aber letztendlich bist du auch mit Schuld daran, weil du dich immer wieder mit ihr einlässt oder an sie rangehst. Du hast ja vollkommen recht, also da stimme ich dir ja voll zu und für mich war das jetzt auch, das ist für mich gegessen. Ich glaube, also ich meine, so demütigen lassen muss ich mich ja auch nicht. Ne? Jetzt ist es definitiv vorbei. Das ist für mich, also das ist Körperverletzung. Das ist Körperverletzung. Also ich weiß nicht, ob man Schluss machen kann. Also ich habe noch nie mit einer Frau Schluss gemacht und unter dem Motto, komm, lass uns poppen und dann haue ich dir eine in die Schnauze, weil du bist doof. Also die hat wortlos sofort das Spray dir ins Gesicht gehalten. Ja. Okay. Tür aufgemacht und... Genau. Zack. Und dann hat sie die Tür wieder zugemacht. Mhm. Du hast also nichts mehr gesehen von der Frau. Mhm. Mhm. Und ich meine, das war ja sogar geplant. Weil sie hat in der Diele, wo man reingucken kann, als ich erstmal angestellt habe, war das Licht an.
Als ich das zweite Mal angestellt habe, war das Licht aus, habe ich nie gesehen, dass es was in der Hand hat. Das ist also berechnend. Ja, okay. Jetzt kann man sagen, das ist wirklich völlig, völlig bescheuert gelaufen. Aber die einzige Konsequenz, die du daraus ziehen musst, ist jetzt diese Frau definitiv abzuschminken. Ja, sicher. Na klar. Ich weiß es noch nicht. Was ist mit dieser Anzeige? Hast du dadurch jetzt immer noch Kontakt? Letztendlich bist du mit dem Thema beschäftigt durch diese Anzeige? Nein, absolut nicht. Ich habe Anzeige erstattet und ich werde auch definitiv. Erstmal bin ich in Irland umgegangen. Ja. Mich gar nicht. Nur ich denke ganz einfach, weißt du, wenn sie jemanden verletzen will oder verarschen will, dann kann sie gerne tun. Und dann, wenn das verbal ist, ist das okay. Aber sobald mit Körperverletzungen und Schmerzen... Ja, okay, wie soll das weitergehen? Willst du die Anzeige aufrechterhalten? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist schon damit beschäftigt, weiter? Ja, aber kriegst du Anwalt und gut ist. Dann kriegst du was? Hört sich profan an, ist aber so. Was, dann kriegst du was? Ich sag, der Anwalt kriegt's von mir. Ja. Dann werde ich okay, sagen, gut, dann ist die Sache dann danach beendet und das war's. Das war die Episode Christian und wie immer die Frau heißen mag. Bettina. Genau. Mein Lieber, jetzt, was ist mit der Autopanne? Ist denn jemand unterwegs von den gelben Engeln, die dir ja helfen? Ja, ja, klar. Ah, ja. Ja, da kommt jetzt einer und dann ist das auch, wird das auch schon wieder gerettet. Und dann musst du schnell schlafen gehen und diesen bösen Tag vergessen. Und dann schnell zurück in das schöne grüne Irland. Ja, das ist gut. Also, alles Gute wünsche ich dir, Christian. Danke dir, Domian, dass du die Zeit genommen hast. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Daniela und Daniela ist 17 Jahre alt. Guten Morgen, Daniela. Morgen. Hallo, Daniela. Was ist los? Also, mein Problem ist, ich habe vor 2 Wochen jemanden im Internet kennengelernt und ja, und wir waren ziemlich kurz zusammen und gestern hat er Schluss gemacht. Moment, das ist aber jetzt eine schnelle Zeitabfolge. Vor 2 Wochen erst kennengelernt? Genau, ja. Dann wie viele Tage wart ihr zusammen? 3 Tage oder irgendwie sowas. Also ich fange einfach mal an. Also wir haben uns im Internet kennengelernt, angefangen zu chatten. Ja. Also über 2 Wochen, glaube ich. Und er hat mir dann einfach seine Nummer gegeben, seine Festnetznummer. Mhm. Und ihr habt euch dann auch getroffen? Ja, aber das kam ja später. Also wir haben erst ziemlich viel telefoniert, über 1 Woche lang. Also wir haben dann, glaube ich, über 15 Stunden zusammen insgesamt telefoniert. Ja. Wie alt ist er? Er ist 4 Jahre älter als ich. Mhm. Auf den Tag genau. Und wollten wir uns halt treffen und das war vorletztes Wochenende. Also, ja, und da habe ich ziemlich viel Zeit, Energie investiert. Ich war shoppen und weiß ich nicht. Und um dich vorzubereiten auf das Treffen. Genau, ja, und habe mich mit meiner Mutter gestritten, alles Mögliche. Und ja, meine Eltern haben mir dann das Taxi auch bezahlt. Also es ist ich bin in der Nähe von Frankfurt und er wohnt in Castrop-Rauxel. Oh, das ist aber weit auseinander. Ja, genau. Wie, da haben deine Eltern ein Taxi bezahlt von Frankfurt ins Ruhrgebiet? Genau, also das ist ein Freund von meinem Vater und der macht dann Sonderpreise und deswegen sehe ich dann, also ich weiß nicht, das wäre jetzt auch nicht teurer gewesen als mit dem Zug oder so. Und da bin ich halt hingefahren und war überhaupt nicht angetan von ihm erstmal. Moment mal, du bist dann alleine mit dem Taxi zu dem nach Hause gefahren? Genau, ja. Bist du wahnsinnig? Ja. Oh, ohne Begleitung? Nein. Du fährst einfach zu irgendeinem wildfremden Typ nach Hause? Ja. Das haben deine Eltern zugelassen? Ja, weil ich ziemlich dickköpfig bin. Und Das ist aber total gefährlich, Daniela. Ich weiß. Dann hättest du dich irgendwo draußen in einem Café oder so mit dem treffen sollen, aber doch nicht zu Hause. Okay, erzähl mal weiter, was dann? Also ich fand ihn nicht so sympathisch. Also er war ziemlich angetan von mir und hat dann gleich, wir haben uns dann erstmal aufs Sofa gesetzt und ich war ziemlich distanziert, weil ich erstmal die Lage checken wollte. Mhm. Lass mich nochmal kurz fragen, bevor du das weitererzählst. Wieso lässt der dich kommen? Warum kommt der nicht zu dir? Das wollte ich nicht. Also ich habe eine eigene Wohnung über meine Eltern, aber ich wollte schon ein bisschen Privatsphäre haben. Und okay, gut. So, jetzt kamst du da rein und saßt auf dem Sofa und fandst den gar nicht so toll. Ja, also er hat mich auch die ganze Zeit angestarrt. Ich weiß nicht, und wollte flirten ihm und ich fand ihn nicht so besonders von Aussehen her auch. Ja, hast du keine Bilder ausgetauscht vorher, Fotos? Doch, schon, doch. Aber nicht so vom Nahen her und er hat auch leichte Akne und das fand ich nicht so toll und er hat dann auch den Kopf auf meinen Schoß gelegt und sowas und und ich habe dann die Distanzierte gespielt und er hat dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt und hat sich und ein bisschen genervt und sowas und dann fand ich ihn doch auf einmal ganz toll und da hatte ich so den Jägerinstinkt. Den was für einen Instinkt? Ich habe dann so einen Jägerinstinkt gehabt und ich mag das halt eher, wenn Männer es mir nicht so leicht machen und
Ja, und dann sind wir uns doch näher gekommen, haben angefangen halt zu knutschen und wir hatten Petting und so und ja, also der erste Tag war eigentlich ganz schön so, also ja, ich bin ganz aufgeregt. Moment, dann bist du gleich bei dem geblieben, hast gepennt bei dem? Ja, ja. Ich fass es nicht. Ich fasse es ja. Ja, und dann hast du also mit dem gepennt, auch mit ihm gepennt? Nein. Das nicht, aber wir haben schon rumgefummelt und ja, du hast es gerade gesagt, ja auch. Ja, genau. Und, ja, und dann kam der Abend halt eben und da war auch seine eine Freundin von ihm dabei und so. Und ja, und ich habe ihm vorher auch gesagt am Tag über eben, dass ich nicht mit ihm also in einem Bett schlafen möchte. Was war da, eine Freundin war auch noch dabei? Genau, ja. Also die hat irgendwie gesagt, sie hat Stress mit den Eltern und die kommt dann immer vorbei und wusste nicht, dass ich komme. Ach so. Somit wart ihr also zu dritt in der Wohnung? Genau, ja. Wir haben auch getrunken und sowas und ja, und ich habe ihm dann gesagt, ich möchte nicht mit ihm in einem Bett schlafen und ja, dann ist er ein bisschen ungeduldig geworden und so. Und was ist er? Er ist so ein bisschen ungeduldig geworden und hat dann gebettelt und so und oh, ich bin aufgeregt. Erzähl mal einfach fertig. Ist er gewalttätig geworden? Nein. Also nur so spielerisch. Also Und du hast dann da alleine irgendwo dann doch alleine gepennt in der Wohnung? Auf dem Sofa, ja. Auf dem Sofa und er hat dich in Ruhe gelassen? Ja, doch, erstmal. Also mir tat er dann leid und dann bin ich zu ihm ins Zimmer und wollte es ihm nochmal erklären und dann haben wir wieder Petting gemacht und ich habe gedacht, halt eben, um ihn zu trösten. Ja. Und am nächsten Tag, was war dann? Nichts, also ich bin dann wieder in mein Bett gegangen. Also er wollte dann doch mehr, aber das hat mir dann gereicht. Und ich bin dann aufs Sofa gegangen und habe geschlafen. Und am nächsten Tag war er ziemlich distanziert. Also und wollte nicht mehr so reden und sowas. Und ja, wir hatten dann trotzdem rumgeknutscht, aber das war eher so halbherzig. Und bist du dann wieder weggefahren? Ja, auch früher als ich da, also sonst, also er hat dann gefragt, wann kommt mein Taxi wieder und sowas und Ach, das Taxi hatte ich auch wieder abgeholt. Ja, genau, ja. Sehr nobel. Ja. Sehr nobel. So, ja. Und nu, was ist jetzt der Stand der Dinge heute? Also, er war dann nicht mehr so interessiert und er hat dann gesagt, ja, wir bleiben so im Telefonkontakt und sowas und also immer als ich ihn angerufen habe, die andere Woche dann, ja, dann war er immer so kurz angebunden und so und ja, und das hat mich ziemlich irritiert. Also er hat zwar gesagt, er hat ziemlich viel zu tun und so, also er hat sich auch nicht am Valentinstag gemeldet. Okay, was ist der Stand der Dinge heute? Er hat Schluss gemacht gestern. Also und ist das schlimm? Naja. Denn jeder, hör mal. Ich habe ihn gefragt, ob er überhaupt noch Interesse hat und er hat gesagt, nein, weil ich zu jung bin eben. Und du bist jetzt darüber traurig, oder was? Nein, eher irritiert. So. Also, weil, warum irritiert? Dass ich so blöd war. Ja, da muss ich ja allerdings recht geben. Ja. Aber ich meine, man macht Fehler und aus Fehlern lernt man. Jeder macht Fehler. Also insofern ist es auch nicht so schlimm. Aber es ist schon schlimm, dass es da... Es ist ja gut, dass nichts Schlimmes passiert ist, so wollen wir es sagen. Ja. Also das Blödeste an Daniela war wirklich, dass du dich in große Gefahr begeben hast. Ja, ich weiß. Das hätte wirklich ein Arsch sein können. Ja. Also da kannst du jetzt nur daraus lernen, wenn du dich mit Leuten triffst, triff dich in deiner Stadt irgendwo in der Öffentlichkeit mit denen erstmal. Mhm. Und wenn das jetzt, ich meine, dein Herz hing ja eh nicht an diesem Typ, ne? Ich dachte, also ich glaube, das war eher so diese Zärtlichkeiten, die mir angetan haben, weil das habe ich jetzt im Alltag nicht so und ich weiß nicht, also... Das war dann wahrscheinlich eher ja. Aber du... Ich weiß, es gibt ja so dieses Stockholm-Syndrom, wo man eben sich mit den Entführern dann solidarisiert quasi, um die Zeit zu überbrücken. Und ich glaube, das ist sowas Ähnliches gewesen. Na, du bist aber psychomäßig ganz gut informiert. Naja. Also, Mensch, ich bin froh, dass wir normal reden können, dass du fit und gesund dir zu Hause in Frankfurt sitzt. Ja. Ja. Also, wie gesagt, die Fehler sind dazu da, dass man daraus lernt. Chatten und verabreden ist ja okay. Aber immer alle Sicherheitsmaßnahmen. Denn es treiben sich gerade wirklich in dieser Szene so viele blöde Leute rum und es passieren so üble Dinge. Hast du es deinen Eltern erzählt, wie komisch das alles war? Nein. Nee, dann sonst, ja, du willst denen den Triumph nicht gönnen, oder was? Ja, genau. Also meine Eltern denken noch, ich wäre mit dem zusammen. Ach, die denken nur, ach so.
Ja, und die fragen auch und ich muss mir immer neue Ausreden und. Ja, aber komm, ist doch egal, du kannst doch sagen, nee, es war dann doch nichts und Schluss aus. Ja. Warum lügst du da? Aber weil meine Mutter sagt dann, ja, du, ich hatte recht gehabt und das tut sie dann auch in anderen Dingen. Und tischt mir das dann immer auf und da habe ich keinen Bock drauf. Wie planst du? Willst du es noch eine Weile aufrechterhalten und dann sagen, ist es Schluss oder wie? Nö, ich sag dann einfach, ich habe einen neuen kennengelernt. Ach so. Hm. Aber das Verhältnis zu deinen Eltern ist eher ein bisschen verspannt, ne, oder? Ja. Ja, ich höre schon. Ja. Ach, Daniela. Ja. Gut, dass nichts passiert ist. Ja. Gut, dass nichts passiert ist. Mhm. Denkst du denn jetzt ab und zu mal noch an den? Ja, gut, so lange ist es ja auch nicht her, aber. Ja, ich habe auch geträumt und so und so. Ja, aber ich würde an deiner Stelle auch radikaler jetzt die Telefonnummer weg, die E-Mail-Adresse löschen und. Ja, das habe ich schon. Das war's. Vorbei. Mhm. Es gibt so viele hübsche Jungs in Frankfurt und Umgebung. Ja, aber ich denke mir dann immer irgendwie, ja, das war der Einzige und mich wird keiner mehr attraktiv finden und sowas. Doch, ich glaube, da kommen schon, ein paar werden noch kommen, Daniela. Ja, ein paar. Ich bin ganz sicher, ich könnte eine Wette darauf abgeben, dass das nicht der Einzige und der Letzte war. Ich hoffe so. Alles Liebe und schöne Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch. Wir sind hier live im Radio bei 1 Live und im Fernsehen bei 1 Festival. Und wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Olli und Olli ist 34. Hallo, Olli. Ja, hallo, Domi, Entschuldigung, ich gucke hier gerade was. Hallo, schönen guten Abend. Ja, hallo. Um was geht's, Olli? Es geht um ein Nahtoderlebnis. Also ein Thema, was mich irgendwie so nicht mehr so richtig loslässt. Das hattest du? Habe ich gehabt, ja. Ich habe einen Unfall gehabt, wohlgemerkt unverschuldet. Also ich bin als Fußgänger über die Straße gegangen. Mhm. Und da kam eine Frau angefahren mit dem Auto. Die hat so, ich weiß gar nicht genau, 1,4 oder 1,6 Promille im Kopf gehabt. Mhm. Hat mich angefahren, ich bin so 30, 40 Meter durch die Gegend geflogen und die wollte es irgendwie genau wissen und ist dann mit dem Auto nochmal auf mich drauf. Ach. Ja, also nicht wie so. Auf dich drauf oder über dich drüber gefahren oder was? Ja, also dann irgendwie, ja genau, dann irgendwie nochmal auf mich drauf gefahren und ich bin dann wohl unterm Auto liegen geblieben und da musste dann auch, als dann Feuerwehr, Notarzt und so kam, da mussten die das Auto tatsächlich erstmal mit dem Kran wegheben, um mich überhaupt retten zu können. Das heißt, du musst doch ganz schwer verletzt gewesen sein. Ja, also so Schädelbasisbruch, Unterkiefer gebrochen, Hirnbluten, das linke Bein war kaputt, also es war nicht mehr viel ganz an mir. Also wenn ein Auto auf dir drauf stand, dann muss ja eine ganze Menge zertrümmert und kaputt sein. Ganz genau. Wann war das? Das ist gewesen, oh Gott, 2003, 2004. Ich bin deswegen so ungenau, weil ich habe wirklich mit meinem Gedächtnis, stimmt's wirklich hinten und vorne nicht mehr. Du lagst dann im Koma? Genau, ich glaube so circa 8 Wochen. Also ich kenne das auch alles nur aus Polizeiberichten, von Berichten meiner Mutter. Ach so, meine Mutter, ach so. Die sagt mir das oder erzählt mir halt auch viel. Ja, also 8 Wochen Koma ist ja nun auch schon eine sehr lange Zeit. Ist schon eine Weile, ja, das stimmt. Und da während dieser Zeit hat dieses Nahtoderlebnis stattgefunden? Genau, sozusagen, ja genau. Und beschreibe, was du erlebt hast. Ja, es ist halt so gewesen. Also ich kann mich jetzt direkt, ich mich selbst, kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Ich weiß es halt nur, weil meine Mutter erzählt mir das sehr, sehr detailliert. Also sie war dann irgendwie auf der Intensivstation und dann ist es wohl irgendwie so gewesen, dass ich von meinem Vater gesprochen habe und mein Vater, der lebt nicht mehr. Mhm. Und dass ich irgendwie so ganz normal von ihm gesprochen habe und von wegen, ja Mutter, schade, bist ein bisschen zu spät. Und meine Mutter, ja wieso? Ja Mensch, der Vater, der ist gerade gegangen. Also wirklich, wo man sich so denkt, ja komm, der hat einen abgekriegt, der ist nicht mehr ganz dicht jetzt. Aber ich muss das wohl irgendwie so, wie soll man das sagen, so ehrlich auch rübergebracht haben, dass meine Mutter davon überzeugt ist, dass mein Vater tatsächlich, also dass mit meinem Vater in Kontakt stand, auf was für eine Art und Weise auch immer. Aber du kannst dich daran nicht erinnern? Noch nicht. Es gibt da ein sehr gutes Buch. Ich habe da auch diverse Berichte von Psychologen und was man da alles so durchmacht, diverse, wie heißt es, Gutachter, die sagen mir, ja, es kann also durchaus 4, 5, 6, 7 Jahre dauern, bis die eigenen Erinnerungen im Hirn wieder entstehen oder sich, ja, weiß ich nicht. Also die eigene Erinnerung an solches Erlebnis oder was? Genau, dass man sich halt wirklich selbst wieder dran erinnern kann, so nach und nach. Du könntest ja sein, ich weiß nicht, ob man im Koma fantasiert. Die Frage habe ich mir gerade gestellt, als du das erzählt hast. Ich weiß das nicht. Ob ein komatöser Mensch immer schweigt, das weiß ich nicht. Wenn sollte er fantasieren können, könnte das ja auch eine Koma-Fantasie, sofern es so etwas gibt, gewesen sein.
Nächtens. Aber das muss ich wohl irgendwie meiner Mutter nicht im Koma. Also ich war dann wohl aus dem Koma wieder sozusagen zurück. Und dann war es wohl so, dass ich dann halt ja sehr detailgenau und so gewisse Sachen beschrieben habe, die auch wirklich nur meine Mutter weiß, beziehungsweise ich selber wissen konnte, aber wohlgemerkt bei klarem Verstand. Also es muss wohl... Also warst du aus dem Koma schon wieder aufgewacht? Genau, aber immer noch irgendwie relativ weggetreten. Ja, aber dann könnte es doch nur wirklich sein, dass es eine Fantasie, dass das Gehirn eben noch nicht richtig funktioniert hat. Stimmt. Das ist eben auch eine Sache, die ich mich ständig seit der Zeit eben frage. Habe ich wirklich, ich sage jetzt mal ganz krass, habe ich wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank? Habe ich sie nicht mehr alle gehabt zu dem Zeitpunkt? Oder naja, ist da wirklich was dran? Ja. Nicht mal Tassen im Schrank, so würde ich das nicht so negativ ausdrücken. Wenn jemand so schwer krank ist und aus einem Koma erwacht und vielleicht eine Weile in so einer Zwischenwelt ist, zwischen wach und noch bewusstlos, dann ist man halt durcheinander. Das ist ja völlig normal auch. Stimmt. Ich bin so ein bisschen stutzig, weil die Geschichten, die ich von Menschen gehört habe, die Nahtoderfahrungen berichten, ja, die können sich ganz präzise selbst daran erinnern. Das erzählt niemand anders. Und das ist alles in ihrem Gehirn, in ihrer Seele, hat das stattgefunden. Ja, genau. Und ich denke mir, ich erhoffe mir, das ist halt, wie gesagt, was mir da diverse, ich sage mal wirklich Leute vom Fach, die haben mir gesagt, das kann wirklich durchaus zwischen 5 und 10 Jahre, sage ich mal, kann das durchaus dauern, bis die eigene Erinnerung wirklich, die kommt dann so nach und nach durch diverse Situationen, an die man an gewisse Sachen erinnert wird, dann kommt so die ein oder andere Sache im Kopf wieder hoch und darauf hoffe ich ja seit dem Unfall. Andererseits, ist es vielleicht, lass uns das mal so zur Seite legen, nach dem Motto, vielleicht war es so etwas, vielleicht war es das auch nicht. Ja, so die Richtung. Die Tatsache, dass du ja dem Tod von der Schippe gesprungen bist, so kann man das ja sagen. Du warst so ja nun, was hat das für, allein diese Tatsache, was hat das für eine Veränderung in dein Leben gebracht? Ui, oh Gott, das ist, ja sozusagen ist mein ganzes Leben jetzt eigentlich ein komplett anderes, kann ich sagen. Also egal, weil es hätte ja durchaus auch so, weil ich beschäftige mich viel mit dem Gedanke, ich hatte da so einen Typ in der Reha-Klinik, der war ein bisschen jünger als ich, hatte aber auch einen schweren Unfall und der war richtig daneben, also richtig Rollstuhl und konnte sich nicht mehr selbstständig mehr essen und so. Habe ich mir auch so gedacht, Mensch, so hätte dich durchaus ganz locker auch treffen können. Das heißt, du bist körperlich jetzt wieder ganz, ganz fit? Ja, so ganz fit noch nicht. Also mein Bein, das spinnt immer noch so ein bisschen rum. Aber sonst so im Großen und Ganzen kann ich sagen, ja, wenn ich ein bisschen das Auge zudrücke schon, ja. Hast du jetzt durch dieses Erlebnis und durch diese Erschütterung, hast du weniger Angst vor dem Tod als vorher? Durchaus, ja. Durchaus. Wie erklärst du dir das? Wie erkläre ich mir das? Also gut, man macht sich ja im Normalfall, macht man sich ja über den Tod, ich sag mal als junger Mensch, ich sag mal unter 30, macht man sich ja so direkt keine Gedanken. Aber ich denke eigentlich zur Zeit oder seit dem Unfall, denke ich eigentlich täglich über den Tod nach und habe aber auch keine Angst davor. Kann ich nicht sagen. Was ja eigentlich eine gute Sache ist, dass man das im Bewusstsein, man muss den Tod im Bewusstsein haben, weil er zum Leben dazugehört. Ganz genau. Und wenn man dann keine Angst davor hat, ist das ja eigentlich wunderbar. Das heißt, du kannst gelassen leben und kannst vielleicht sogar dein Leben mehr und bewusster wahrnehmen, als du es vorher gelebt hast und wahrgenommen hast. Stimmt, weil es gibt ja auch verschiedene Nahtoderlebnisse. Es gibt ja so richtige Höllenerfahrungen und es gibt eben auch positive NTEs, also Nahtoderlebnisse. Und ja, das ist so eine Sache für sich. Also man muss sich da so ein bisschen... Also, wie auch immer du dir da vielleicht auf die Spur kommst, das Positive ist ja eigentlich gerade schon formuliert worden von dir, ne? Stimmt, ja, sozusagen schon. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Forschen danach, was da vielleicht noch ist. Und du scheinst ja viele Bücher zu lesen, die sich damit beschäftigen. Ja. Und ja, ich wünsche einfach alles Liebe, alles Gute, Olli. Und auch noch für die körperliche Genesung, die Restbesserung, dass die auch noch eintritt. Ich danke dir, Jürgen. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Hier ist Julia. Ja, Julia ist hier. Stimmt das? Genau, hallo. Hallo Julia, du bist 23 Jahre alt. Genau. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Um was geht's? Mein Thema ist, also ich habe, hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich zum Beispiel weggehe jetzt im Restaurant oder sei es in einer Bar, Angst auf Toilette zu gehen. Besonders wenn es halt irgendwie zum Beispiel, also vor allem wenn es die Treppe runtergeht, also im Keller ist die Toilette. Warum?
Und zwar ist mir halt mal, als ich circa 13 Jahre alt war, war ich mal abends weg und bin halt unten, also da war halt in der Bar unten im Keller die Toilette. Und hat vergessen abzuschließen und dann ist halt ein Mann in die Toilette reingekommen und hat mich halt auch in die Toilette reingedrängt, hat mir Geld angeboten. Und den konnte ich aber dann auch schon noch zum Glück zur Seite drücken und bin dann halt da rausgekommen. Ja, und seitdem das passiert ist, habe ich halt ständig irgendwie Angst, dass das wieder passieren könnte. Ja. Verfolgt mich halt die ganzen Jahre schon. Ja, verständlich auch, ne? Auch wenn es gut ausgegangen ist. Also es ist zu keiner Gewalttätigkeit und keiner Vergewaltigung gekommen. Nee. Aber dennoch ist das natürlich, wenn man das erlebt, als 13-jähriges Mädel, ein Schock, ne? Schon. Ja, schon. Nur jetzt denke ich mir, also manchmal denke ich mir, ich bin irgendwie ein bisschen bekloppt, dass man halt immer, also bei so Sachen, vor allem auch in Restaurants, wo man ja denkt, da sind irgendwie anständige Leute oder da wird einem schon nichts passieren. Trotzdem, wenn es da irgendwie, vor allem wenn es die Treppe runtergeht, dass ich da echt mir dann denke, nee, dann lass lieber, dann gehe ich nicht auf die Toilette. Vielleicht ist die beste Methode, so etwas loszuwerden, sich immer wieder gezielt dieser Angst auszusetzen. Das heißt eben nicht, dann nicht herunterzugehen, wenn die Toilette unten ist, sondern sich bewusst dazu zu entscheiden, okay, jetzt gehe ich runter, wenn ich mir nur die Hände wasche. Ja. Und ich glaube, wenn man so etwas dann ganz gezielt immer und immer wieder macht, dann trainierst du dir die Angst weg. Ja. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dir da in einem Restaurant so etwas normal passiert, ist äußerst gering. Ja. Ist äußerst, 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 äußerst gering. Ja. Insofern kann man das guten Gewissens machen und kann sich dann diesem... Denn wenn sich das noch weiter verselbstständigt und immer weiter, dann kann sich das vielleicht auch noch mehr verkomplizieren in eine andere Richtung. Im Moment ist es ja noch nicht so ganz schlimm, es ist einfach nur lästig, glaube ich. Ja, ich denke halt aber halt auch wenn es jetzt nicht Restaurants ist, ist es ja auch in vielen jetzt Bars zum Beispiel, wo dann halt auch auf die Toilette runtergeht und wenn dann auch so dann die Betrunkenen sind oder so, dann denke ich mir halt auch, auch wenn da komische Leute schon sitzen, dass die mich irgendwer beobachten könnte und dann halt, wenn gerade auch wenige unten auf Toilette sind, wenn es jetzt nicht überfüllt ist, dass halt irgendeiner dann auch runterkommen könnte. Aber ist es denn auch so, dass du deshalb die Toilettengänge wirklich meidest und einfach nicht strullen gehst, wenn du es auch müsstest? Ja, also ich würde es dann eher vermeiden, gerade wenn es die Toilette, wenn es die Treppe runtergeht. Also dann denke ich mir lieber, dann lass uns, geh irgendwo anders. Ist das ein Thema, was sich außerhalb von Restaurant- und Barbesuchen auch beschäftigt? Ja, also was zum Beispiel noch war, als ich mal Au-pair in Frankreich war, da hatte ich zum Beispiel mein eigenes Zimmer und so weiter mit allem drum und dran halt unten auch im Keller. Und die Familie, also es war ein Haus, die war oben. Und da habe ich auch ständig abgeschlossen, weil ich habe mir halt... ich hatte immer Angst, dass zum Beispiel der Vater runterkommen könnte, obwohl ich mich super mit denen verstanden habe und also überhaupt nie irgendein Anzeichen war. Nur ich habe halt immer auch die Tür verschlossen und auch nachts schon mal dann dachte ich mir, hörst du jetzt irgendwelche Geräusche? Und wenn dann einer in den Keller runterkam, dann hatte ich also echt schon Panik. Sag mal, als das damals passiert ist, du warst 13 Jahre alt, das liegt 10 Jahre zurück, das Ganze. Ist dieser Mann in irgendeiner Weise schon etwas zudringlich geworden? Nee, gar nicht. Also, hat dich nicht angefasst. Er hat mich halt wirklich nur reingedrückt und mir da Geld hingehalten. Also war er jetzt auch ein älterer Mann. Aber sonst ist halt wirklich nichts passiert. Und ich bin auch froh, dass ich den, weil der auch halt schon betrunken war, bin ich froh, dass ich den zur Seite drücken konnte und dann weggekommen bin. Hast du das dann irgendjemand anderem gesagt in dem Restaurant oben? Da unten ist jemand? Ja, wir hatten noch Freunde dabei, aber wir sind dann halt auch direkt gegangen und dann... Ja, ist ja doch nichts mehr passiert. Also, ich würde so, das wäre so mein profaner, spontaner Vorschlag, würde sagen, dass du dich dem immer und immer wieder aussetzen solltest, um uns einfach loszuwerden. Aber ich würde gerne dir auch noch einen fachkundigen Rat geben lassen von meiner Psychologin. Ja. Vielleicht ist sogar eine kurzfristige Beratung mal ganz angebracht in dem Fall, wenn dich das so verfolgt, um die Sache loszuwerden, wenn man das alleine nicht schafft. Ja. Würde ich dich bitten, aufzulegen und die Sabine, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute, Julia. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Frank. Frank ist... wie alt ist Frank? 43, guten Morgen. Hallo Frank. Ja, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Frank. Um was geht's bei dir? Ja, eigentlich um eine, grob gesagt, eine Doppelbeziehung, sag ich mal. Das heißt, ich bin verheiratet. Ja. Und ich habe eine Frau kennengelernt. Ja. Die auch einige Problemchen hat. Wie lange bist du verheiratet? 14.
14 Jahre. Mhm. Ja. Und du hast jetzt vor kurzem eine Frau kennengelernt? Ja. Wie, seit wann ungefähr? Die auch verheiratet ist, muss ich dabei sagen. Ja. Und wann ungefähr vor zwei Monaten, drei vielleicht. Ach so. Zwei. Mhm. Ja. Wo hast du die kennengelernt? Auf einer Fete. Mhm. Ja. Erzähl mal weiter. Tja, weiter erzählen. Ja, gut, ich sag mal so, in der Partnerschaft brennt so ziemlich, sag ich mal. Mhm. Also läuft nicht so, wie es sein soll, das schon eine längere Zeit. Ja. Ja, das muss ich sagen, ich habe da auch ein kleines Helfer-Syndrom. Mhm. Das muss man auch sagen. Mhm. Ja. Das heißt, du willst der gute Gesprächspartner für die Frau sein, hast dich aber irgendwie auch in die verknallt, oder? Ja, 100%. 100%? Ja. Sie sich in dich auch? Ja. Ist schon was gelaufen zwischen euch beiden? Nee, eigentlich nicht. Nee. Gar nichts? Nein. Auch nicht Händchen halten, küssen oder sowas? Nein. Habt ihr euch das denn gestanden, dass da Gefühle auch im Spiel jetzt mittlerweile sind? Ja. Also jeder weiß von dem anderen Bescheid? 100%, ja. Und wie kommt es, wie erklärst du dir, dass es dann noch nicht zu einer körperlichen Annäherung gekommen ist? Ja, ich bin verheiratet, ne? Also sie ja auch. Aber wie gesagt, bei ihr brennt, bei mir brennt es nicht. Ja, wie ist deine Ehe? Ja, eigentlich, das ist nämlich der große Witz, deswegen rufe ich an. Bei mir ist nämlich eigentlich so, naja, was soll ich sagen, 98% oder was? 98%? Oder 95 oder 90, ich weiß nicht, wie man das betitelt. Was ja eine ganze Menge ist. Ja, eigentlich. Wenn das so in den 90er-Bereich reingeht und man sagt, die Beziehung ist so 95% gut. Ja. Oder sogar sehr gut. Das sollte passieren, ne? Bitte? Dann sollte das eigentlich nicht passieren dürfen. Ja, noch ist ja gar nicht so viel passiert. Wollen wir mal ganz ruhig bleiben. Ja, ja. Das stimmt. Habt ihr Kinder? Nein. Nee. Gab es mal eine Krise zwischen dir und deiner Frau? Nein. Auch nicht. Und man geht zärtlich miteinander um? Ja. Im Bett ist es auch gut? Ja, mittelmäßig. Nach 14 Jahren ist das natürlich nicht mehr der Reißer wie vor 13 Jahren, ist klar? Ja. Gibt es da so eine geheime sexuelle Sehnsucht bei dir? Ganz ehrlich, erstmal unter uns. Geheime sexuelle Sehnsucht. Ja, gut, ich sag mal, hier und da ist immer irgendwie wo was, ne, was man sich vielleicht wünscht, aber nichts Außergewöhnliches, sag ich mal. Aber es ist nicht so ein brennender Wunsch in dir, jetzt endlich mal eine andere Frau haben zu wollen. Nein, eigentlich nicht. Und du warst in den 14 Jahren deiner Frau absolut treu? Ja. Und sie dir auch? Gehe ich von aus. Soweit du das weißt. Ne? Ja, gehe ich von aus. Ja, ist es jetzt das? Bist du so ein Typ, der immer gerne überall helfen möchte? Und, ja. Meinst du, dass das im Vordergrund steht? Oder meinst du, dass es doch irgendwie die restlichen 5% der Unzufriedenheit, sofern es überhaupt 5% sind, sind die dich dahin getrieben haben zu der Frau? Nee, ich habe da ein kleines Stückchen mitbekommen, ja, und da habe ich mich halt irgendwie wieder eingeklinkt. Wie oft triffst du diese Frau? Ja, öfters. Was heißt öfters? Öfters, wie sagst du, öfters zweimal die Woche, dreimal die Woche, je nachdem. Und wo trefft ihr euch? Unterschiedlich, überall. Also aber immer irgendwo draußen? Also ja. nicht bei dir und nicht bei ihr? Nein. Weil das nicht geht? Nein. Ja. Das Risiko will ich auch gar nicht ein. Und dann sitzt ihr da in einem Café oder wo auch immer und redet? Ja. Und sie schüttet dir ihr Herz aus? Aber komplett. Aber komplett, weil sie völlig unglücklich ist in ihrer Beziehung da? Ja. Hat sie, wer hat eigentlich zum ersten Mal gesagt, dass da so eine Verliebtheit im Spiel ist? Du zu ihr oder sie zu dir? Super Frage. Oi. Das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Echt? Man weiß doch, wenn man. Ich kann mich immer sehr gut erinnern, wenn ich mein Herz jemandem geöffnet habe, wann ich das gesagt habe. Ja, aber man redet so viel, das ist halt gar nicht mehr wahr. Ach so. Da brennt einem ja die Birne. Ihr schwallert euch da die Ohren zu. Aber gewaltig. Mann. Ja. Und jetzt sehe ich. Nein. Mich ein bisschen, na, was heißt in Gefahr, aber ich erfahre immer mehr, also ich hänge schon ganz gewaltig mit drin, sag ich mal so. Hast du die Sorge, dass du da reingesogen wirst von der Frau? Ich muss dabei sagen, das ist eine klasse Frau. Mhm. Eine vernünftige, klasse Frau, so muss ich das sagen. Ja. Also das ist nicht gang und gäbe, was da jetzt so zwischen uns passiert, von ihr aus nicht und von mir aus nicht. Nochmal die Frage, hast du den Eindruck, dass du da in diese ganze Geschichte eher mehr von der Frau reingesogen wirst? Ja.
Kann es sein, dass diese Frau sich in dich noch mehr verknallt hat als du in sie? Ja. Weil sie eben unzufrieden ist und in einer unglücklichen Lage im Moment sich befindet. Ja. So sehe ich das auch, ja. Fragt sie dich auch, wie du so lebst? Wie ich lebe? Ja. Ja, klar. Und wenn du dann sagst, ich liebe meine Frau und es ist alles ganz toll, wie reagiert die dann? Ja, wie reagiert die dann? Ja, eigentlich sagt sie dann, sie will da nichts kaputt machen. Mhm. Ah, Frank. Ja? Lass die Finger davon. Ja, herzlichen Glückwunsch, das habe ich mir nicht gedacht. Ja, lass die Finger davon. Also weißt du, wenn du mir so klar sagst, dass du mit deiner Frau, mit der du 14 Jahre zusammen bist, ist ja eine tolle Zeit. Ja, klar. Eine tolle Zeit. Eigentlich sind wir auch mehr oder weniger die Ausnahme in unserer ganzen Gang, das heißt man, die rundherum anwesend ist. Ja. Wenn du die Frau sehr liebst, deine Frau, gut, mit dem Sex ist es nicht mehr so, aber ihr habt ja noch Sex miteinander, ne? Ja, ja. Es ist nicht mehr so der absolute Knaller wie damals, aber es ist auch noch okay. Ja, absolut. Ja. Absolut, kein Problem, sag ich mal. Also es ist kein Problem. Deswegen würde ich nicht spazieren gehen, ne? Nee, und deshalb ist wirklich ist die Frage, überleg dir mal, was du gefährdest. Ja, das weiß ich. Du hast eine glückliche 14-jährige Beziehung. Wer hat das schon? Ja. Wer hat das schon? Ja, ich weiß es selbst. Das setzt du jetzt aufs Spiel durch so ein... Ja, das ist natürlich auch ein... Es ist auch interessant und es macht auch Spaß, ein bisschen mit dem Feuer zu spielen, ist mir schon alles klar. Ja, ich habe... Also, ich würde sagen, ich bin in vielen... Dingen bin ich, wie soll ich das sagen, beraten zu stellen. So, und das noch kombiniert mit dieser Beratungsgeschichte, die du da drauf hast, ist das natürlich jetzt ein giftiges Gebräu, was sich da zusammen gemischt hat. Ja, ich hänge da eigentlich schon ziemlich mit drin. Jetzt lass dich mal von mir beraten, du Berater. Ja. Und, und geh mal, schalt da mal einen Gang zurück. Ja. Oder noch einen Gang zurück. Am besten fünf, ne? Am besten fünf. Weil ich nämlich ganz schön Stress habe durch den ganzen Mist, muss ich sagen. Also selber, ich selber. Was sagst du denn deiner Frau, wenn du dich mit dieser Frau triffst? Ja, toll. Ich bin auf Achse. Ja, das heißt, da ist schon, sind schon Lügen im Spiel. Ja, muss man sagen. Klar, eindeutig. Nee. Ganz klare Sache. Und das ist das, was mich innen drin kaputt macht. Ja, also ist im Prinzip die Entscheidung völlig klar, Frank. Aber? Ja, ich musste dich anrufen, ich kenne dich schon seit Jahren und ich habe gedacht, jetzt mach ich's. Ja. Jetzt rufe ich mal an und hör mal nach, was ihr sagt. Ja. Weil das ist ein heikles Thema, ich kann ja nicht hier in der Gegend rumfragen, ne? Nee, ist klar. Ja, ich meine, ich bin zwar im Radio, aber das ist ja auch bald scheiße. Ja, also für mich ist immer so die Frage, was gefährdet man? Und ist es das wert? Und auf der einen Seite, die Haben-Seite bei dir ist so gefüllt. Ja. Das, und du musst lügen und du fühlst dich bei schlecht und ja, das stimmt. Ich schlafe kaum noch, also was ich zurzeit führe, ist eine Katastrophe. Ja, also Katastrophe. Man kann dir ja zugute halten, dass noch nichts passiert ist. Du hast noch nicht mit der Frau geschlafen, ihr habt nicht mal rumgeknutscht. Ne. So, das ist schon mal gut. Das also habe ich das jetzt geschafft. Ja, das ist doch gut. Ja, da kannst du auch dir in die Augen gucken. Dass man mal in so eine Situation gerät, ist menschlich, allzu menschlich. Ist auch okay. Also du hast bisher noch brauchst noch kein schlechtes Gewissen zu haben. Inwieweit spricht man denn vom Fremdgehen? Das ist doch meistens immer so ein Thema. Ja, das würde ich in diesem Fall noch nicht sagen, dass das fremdgegangen ist. Ja, du riechst so das Fremdgehen. Du hast den Speckwürfel vor der Nase. Ja, ne? Allerdings. So. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das ein Speckwürfel ist in diesem Fall. Ja. Das ist so eine seltsame Mixtur von allem. Lass die Finger davon, Frank. Lass die Finger davon. Ja. Und je früher du rausgehst, desto unkomplizierter wird es. Auch für die Frau. Ne? Für die Frau, die beißt sich da jetzt vielleicht rein und denkt, na, wer weiß, vielleicht... Ja, das ist eigentlich eine vernünftige Frau, muss ich sagen. Ja. Sehr vernünftig. Ja gut, aber die hat auch Gefühle. Und die lebt, ja, ne? Ja. Klar. So, Frank, das war meine Meinung. Alles klar. Mehr kann ich nicht sagen, aber es war, glaube ich, auch eindeutig. Ja. Mein Lieber, du musst handeln, ja. Ja. Alles Gute. Ich hänge mich rein. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das war der Frank. Und hier ist der Paul. Paul ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Paul. Was geht's? Ja, ich habe ein, ich will nicht sagen Problem. Ich habe ständig... Also es ist bisher jedenfalls noch nicht zum Problem geworden. In allen möglichen alltäglichen Situationen, wo ich allein bin, denke ich darüber nach, was passiert, wenn ich mich jetzt umbringe. Und zwar
Wenn du alleine bist, denkst du darüber nach, was passiert, wenn ich mich jetzt umbringe? Ja, nicht mal mehr jetzt irgendwie so, dass ich das plane, sondern einfach als ganz theoretische Vorstellung. Das fängt damit an, was passiert, wie hoch sind meine Chancen, dass ich das jetzt überlebe, wenn ich vor den Bus springe oder so, oder keine Ahnung was. Wie sehe ich danach aus, was würden andere Leute darüber denken oder so, aber es ist alles immer nur Theorie. Ich plane das nicht oder so. Und das sind immer verschiedene Selbsttötungsvarianten. Einmal vor dem Bus springen, einmal sich aufhängen oder was weiß ich was. Ja, das mit dem Aufhängen eher weniger, weil es sind, wie gesagt, immer, aber das kommt auch schon mal vor, immer halt gerade aus der Situation heraus. Das kann ich gar nicht beeinflussen. Die Vorstellung kommt einfach irgendwann so ungefähr. Ist das gepaart mit einer Todessehnsucht? Nee, glaube ich nicht mal. Weiß ich nicht. Oder ist es einfach so eine intellektuell-gedankliche Spielerei? Ja, es ist vielleicht eine Spielerei, aber... Aber es kommt schon sehr oft vor. Es kommt ziemlich oft vor, ja. Fast schon zwanghaft, immer wenn du alleine bist, denkst du darüber nach? Ja, es ist... nicht immer. Aber immer wenn ich so... Ja, keine Ahnung. Wenn ich keine Beschäftigung habe oder so... Besonders oft halt, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Mit dem Fahrrad unterwegs bist? Wie lange schon? Bestimmt anderthalb oder zwei Jahre. Zieht dich das runter? Nee, eigentlich so nicht. Ich habe nur, weil ich das selbst ziemlich merkwürdig finde, so irgendwie bisher noch erst einmal mit jemandem drüber geredet. Das hat auch geholfen, bis die Person Schluss gemacht hat. Und dann kam das so langsam wieder. Das heißt, du bist auch im Moment nicht gerade in so einer glücklichen Phase. Ja, also, ich habe noch Hoffnung, sage ich mal. Ja, spielen wir mal so den Fall durch. Es käme jetzt entweder diese Person oder eine neue Person und du könntest dich verlieben, dann wäre das wahrscheinlich weniger angesagt, ne? Ja, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe es erst einmal jemandem erzählt und das hielt dann noch so, keine Ahnung, zwei Wochen vor, in denen das halt nicht der Fall war, dass ich diese Vorstellung hatte. Hattest du diese Vorstellungen, die hattest du schon, bevor du die Person kennengelernt hast? Ja. Und als du es ausgesprochen hattest, war das ganz ein bisschen weniger? Ja, das war irgendwie sehr merkwürdig für mich, dass das irgendwie so, es ist überhaupt nicht mehr vorgekommen, gar nicht. Gar nicht mehr? Nee. Aber ich sage jetzt nochmal so, ich frage es nochmal ganz klar, du hast überhaupt nicht irgendwie so einen Überdruss am Leben, dass du dich töten möchtest? Nein, eigentlich gar nicht. Nein, eigentlich läuft es nicht schlecht. Keine Ahnung, es gibt vielleicht ab und zu mal Phasen, da ist man nicht gut drauf oder so, das hat ja jeder. Das ist normal, ja. Was machst du sonst so? Bist du Schüler, machst du eine Ausbildung? Ich bin Schüler, ich mache mein Abitur. Du hast ein Abitur. Und diese Person, ich gehe mir davon aus, ist das eine Frau oder ein Mann? Ja, eine Frau. Eine Frau. Da ist noch irgendwie eine Hoffnung da, dass ich das vielleicht nochmal einrenken kann? Ja, schon. Wir haben immer noch ziemlich viel Kontakt und so, aber Wie hat die denn darauf reagiert, als du ihr dieses erzählt hast mit dem... Ich fand das eigentlich ziemlich merkwürdig. Also hat die dich ausgelacht? Nee, das nicht. Aber hat die dich ernst genommen? Ernst genommen schon, aber sie fand es halt einfach nur sehr merkwürdig. Und als ihr gesagt hat, dass es aber nichts Schlimmes sei, da hat sie das auch sofort geglaubt. Und Ich bin auch ein bisschen hinhergerissen, du bist 19 Jahre alt. Ich kenne das auch so aus der Zeit, als ich so alt war wie du, dass ich mir auch ab und zu mal so ganz verrückte Sachen immer ausgedacht habe, die, wenn man das dann so ausgesprochen hätte, für viele Leute befremdlich geklungen hätten. Das ist dann auch irgendwann wieder weggegangen. Das ist irgendwie so eine Phase einfach gewesen. Und wenn du mir gerade gesagt hast, dass das fast weggegangen ist, nachdem du glücklich warst. Ja, aber eigentlich bin ich ja kein unglücklicher Mensch, kann man sagen. Na, aber du bist auch nicht ganz glücklich im Moment, weil du die Freundin nicht hast. Ja, aber ich hatte ja vorher in der Zeit auch durchaus Beziehungen, nur habe ich da nicht drüber geredet. Weil das halt irgendwie was ist. Hast du den Eindruck, dass sich das steigert noch im Moment? Es gab mal Phasen, da war es stärker, es gab mal Phasen, da war es weniger, aber... Ja. Jetzt bin ich gerade im Bredouille, Paul, weil meine Sendung zu Ende geht. Aber da müssen wir noch weiter eingehend drüber sprechen. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar. Okay, Paul, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik von Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da mit allen, nämlich mit dem WDR Fernsehen, mit Radio 1 Live und 1 Festival, 1 Uhr. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, auch morgen wieder mit einer freien Themennacht.